Gabi, das ist so krass, Digga. Ja, das erste Foto habe ich gesehen, zeig mir. Warte, mach zurück, genau. Oh, Bruder, du musst so sehen, ja? Ja. Nur kurze Erklärung, das ist Haris Vater. Ja, er kann Karate. Er kann Karate. Er ist ein geiler Typ, du, ne? Wirklich, feier ihn, Alter. Und das ist sein Handy da, ein Handybrüders. Mhm. Er schickt mir ein Foto, hier sind die Bullen. Mhm. Du denkst dir, okay, was ist jetzt los? Mhm. Abo. Abo. Dein Vater hat ihn einfach umgeklatscht. Er schreibt runter, ich sag doch, mein Vater Karate. Ich warte nicht. So, meine Damen und Herren, wir hatten eine ganz kurze Ableckung gerade gehabt. Herzlich willkommen, mein Name ist Bushido, ich bin mit meinem Bratan Kapital hier. Du weißt Bescheid, Berlin, Bratan. Nachdem uns das Wetter einfach mies gebraten hat, war die letzten Tage einfach so geil. Ja, aber heute ist frisch, heute ist frisch. Heute ist fresh. Ich hab schon so eine genau, nice Jacke. Schöne Nike-Jacke natürlich. Ja, Alter, feier ich. Ja, bestimmt. Ja. Haben wir uns gedacht, wir wollen euch doch so langsam mal was ein bisschen über die große Bushido MPC-Box erzählen. Und mittlerweile wisst ihr ja, wir haben das Demo-Tape aus dem Jahr 1998 nochmal neu gemastert und mit dazugefügt. Und das war ja noch nicht alles. Wir haben ja noch so ein paar Inhalte, die wir so eigentlich ein bisschen unter Verschluss gehalten haben. Jetzt wollen wir die Katze so mal so ein bisschen aus dem Sack lassen. Wir waren gerade unterwegs, Espresso trinken, und dann habe ich mir gedacht, komm Kapi, wir machen mal einen kleinen Abstecher zu Rolex. Wir sind jetzt auch hier angekommen, meine Damen und Herren. Hier stehen zwei leere Tische mit zwei Gläsern voller Wasser. Ja. Wasser. Für alle Leute, die uns nicht glauben, das ist wirklich Wasser hier, ja. Kein Wodka, meine Damen und Herren. Und also bei mir jedenfalls nicht. Bei mir ist auch Wasser, Bratan. Wirklich, ja? Ist Wasser, Bratan. So, jedenfalls wollen wir euch ein bisschen was erzählen, meine Damen und Herren. Wir haben uns gedacht, in den letzten Wochen haben wir uns also die ein oder andere Rolex-Uhr gegönnt. Natürlich von Herzen, ich freue mich. Und haben uns überlegt, wir wollen nicht den Anschein erwecken, dass die Leute immer nur zugucken, was wir uns leisten können, weil wir sozusagen gerade am Start sind und unseren Job machen. An dieser Stelle nochmal ein unfassbares Dankeschön an alle Leute, die auch Kapi zu seiner 6 Nummer 1 in Folge verholfen haben. Bratan, seid die Besten, ich liebe euch über alles, bra, ihr gehört die 1 im Kopf, wir fallen euch weg, bra. Du weißt Bescheid, Berlin lebt, Digga. Yes, sir. Unfassbar, wirklich. Also ich selber 20 Jahre jetzt schon Musik am Machen, davor schon viel Musik gehört, Madonna, Michael Jackson, all diese Menschen habe ich noch miterlebt. Rolling Stones, Beatles, so, das sind alles Typen, die kenne ich noch, ja, so alt bin ich schon, aber so einen Typen wie den habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt, Alter. 6 Nummer 1 hintereinander, Kapi, ein Berliner, ein Hip-Hopper, ein Rapper, weiß ich meine? Ein Berliner, Bratan. Das ist geil, Mann, feier ich, wirklich, ohne Scheiß. Und dass er sozusagen noch mit mir an der Seite steht, ja, ist ein noch größeres Geschenk, aber ich schwöre euch, ohne Witz, ich würde ihm auch so gönnen, weil das ist einfach eine unfassbar respektable Leistung. Und das ist auch labelunabhängig, muss man ihm einfach wirklich die Props dafür geben. Du nennst dich Kapital, doch ich hab 1000 Namen. Bratas, Baturas, wir haben uns auf jeden Fall noch überlegt, eine fette EP reinzuknallen von mir. Und die kommt auf jeden Fall in die große MPC-Box mit rein. Melodien wird drauf sein und noch 4 Songs werden drauf sein. Ich hab gerade 3 gesagt. 4 Songs werden auf jeden Fall drauf sein. Ihr werdet auf jeden Fall auch klatschen. So. Deswegen gönnt euch auf jeden Fall die Box, Bratuchas. Geht auf Spotify, folgt uns auf Spotify, bra. Da kommt auf jeden Fall alles raus. Du weißt Bescheid, bra. Yes, sir. Also, EP von Kapi. Geil. Feier ich. Er ist auch ein unfassbarer, so hilfsbereiter Junge. Ich hab die Box geplant, hab die Box gemacht und so. Er guckt mir so die ganze Zeit zu. Er sagt nichts. Er guckt mich an, er schüttelt so mit dem Kopf. Ich sag so, Dicky, was los? Er sagt, Bruder, warum mach ich keine EP da rein? Ich meinte so, ja. Wenn du willst, gerne. Er sagt, was ist los mit dir? Also feier ich, Alter. Vielen Dank, mein Lieber. Bro, sehr gerne. Eine Capital Bra EP mit in der Limited MPC Box Version von der Bushido Geschichte am 28.09. meine Damen und Herren, Mythos. Checkt das ab. Bestellt euch die Box vor bei Amazon, Mediamarkt, Saturn etc. pp. Ich habe also schon gehört, Bratan, einfach ist krass geworden. Du hast mittlerweile den Link bekommen, Dropbox-Link, oder? Natürlich, Bruder, nach 10 Versuchen, Digga. Nach 10 Versuchen, aber will keinen schicken, gell? Er will es nur alleine hören. Aber du weißt, ich hartnäckig, Bratan. Ja, du hast es echt geschafft, das erste Mal in meinem Leben, wirklich geil, aber ich gönn dir. Alles cool. Nein, und darüber hinaus, meine Damen und Herren, so werden wir auch gleich den zweiten großen Inhalt ankündigen. Wir haben darüber hinaus auch noch ein paar andere Sachen, dazu irgendwann dann mehr. Aber neben der unfassbaren Capital Bra EP haben wir uns überlegt, Leute, pass auf, wir wollen euch nicht immer nur zeigen, was wir uns leisten können, sondern wir wollen euch auch vielleicht als kleines Dankeschön auch einen gewissen Teil daran selber tragen können. Das bedeutet, wir haben uns überlegt, wir sind hier bei Rolex nicht ohne Grund, heute holen wir uns mal hier nichts, sondern wir haben uns überlegt, Simon
ist ein Verkäufer hier bei Rolex, ein sehr, sehr guter Mann, der hat uns extrem gut beraten, er hat die Rolex-Uhren für das für euch alle Video klar gemacht und so weiter und so fort, ist ein Top-Typ. Er hat mir gesagt, Bushido, wenn du Bock hast, ja, baller dir doch mal ein paar Rolex-Uhren, hau da die Gutscheine mit in die Box rein und gib den Jungs und Mädels da draußen die Chance, über die MPC-Box sozusagen eine original, brandneue, mit Garantiekarte versehene Ländercode 1, war das, war? 01, Simon? 100. 100. Ländercode 100 steht für Deutschland, meine Damen und Herren, damit ihr auch beim Zoll keine Probleme bekommt. Packt Uhren mit in die Box. Ich habe mir das kurz überlegt, habe mir gedacht, okay, machen wir. Das bedeutet, wir haben uns 5 Rolex-Uhren gekauft. 5 Uhren und packen jeweils einen Gutschein bzw. eine Gutscheinkarte mit in die Box rein. Das bedeutet, ihr habt die Chance, mit einer Box eine echte, niegelnagelneue, garantieversehene Rolex-Uhr zu bekommen. Die müsst ihr euch allerdings hier in diesem Laden abholen, damit ihr auch 100% die Sicherheit habt, dass das nicht irgendwo unterm Ladentisch eine selber geballerte Uhr ist, sondern wir geben den Gewinnern die Möglichkeit, nach Berlin zu kommen, entweder mit dem Auto, mit der Bahn oder mit dem Flugzeug. Wir holen euch ab am Flughafen, Bahnhof etc., bringen euch zu Rolex. Dort wird Simon auf euch warten. Ihr zeigt eure Gewinnerkarte vor und dann bekommt ihr die Garantiekarte auf euren Namen ausgestellt und dann bekommt ihr sozusagen die Rolex-Uhr in die Hand gedrückt und dann gehört sie euch, meine Damen und Herren. Momentan, glaube ich, liegt die Box bei 44,90 Euro irgendwie bei Amazon. Es kann sein, dass sich am Preis noch was verändert. Wenn sich etwas verändert, wird die Box immer nur noch billiger und dann habt ihr die Chance, eine niegelnagelneue Rolex-Uhr zu gewinnen. Meine Damen und Herren, Simon, du bist undercover hier dabei. Vielleicht bringst du uns doch schon mal die ersten Uhren mit rein. Wir haben die Uhren nämlich schon komplett fertig gemacht, sind abholbereit. Wo sind denn die Gutscheine aber? Wo die sind? Ja. Jetzt gerade oder später? Jetzt gerade. Ich weiß es noch nicht. Ich muss die Gutscheine müssen wir noch irgendwie anfertigen, Simon, wa? Da müssen wir uns noch ein bisschen was überlegen. Da können wir uns auf jeden Fall schön überlegen. Ich kann dir auf jeden Fall dabei helfen, Bruder, mit den Anfertigungen. aus 5 Uhren werden nur noch 3. Und es ist ein bisschen kompliziert, weil wir haben hier 5 verschiedene Uhren und auch alle in verschiedenen Farbkategorien. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich auch 5 verschiedene Artikelnummern haben von den genau, Uhren. Genau, ne? Richtig. Das heißt, dort müssen wir noch mal ein bisschen gucken, wie wir den Gutschein verfassen. Der wird dann aber in der MPC-Box mit dabei sein. Natürlich auf Zufallsprinzip. Jeder hat die Chance, eine dieser 5 Uhren gewinnen zu können. Habt ihr diesen Gutschein, kontaktiert ihr uns unter der Nummer, die auf diesem Gutschein sozusagen dann platziert wird. Und dann kümmern wir uns um die Anfahrt, um die Abwicklung. Und dann werdet ihr in die Rolex-Boutique hier in Berlin geführt. Dort wird der schicke Simon auf euch warten, der heute natürlich nochmal extra in Schale geworfen wurde. Simon, Bruder, erzähl mal was, Digga. Erzähl mal was für die Uhren, Digga. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier fünfmal die Datejust 41, der Klassiker von Rolex. Das ist so die Ursprungsuhr von Rolex überhaupt. Wir haben sie zweimal in der Kombination in den größeren Boxen, sehr schön in Stahl und 18 Karat Gelbgold. Einmal mit einem weißen Ziffernblatt und nochmal hier mit einem schwarzen Ziffernblatt. Wow. Und dann natürlich nochmal auch hier die Datejust 41, klassisch in Stahl, sehr sportliche Uhr und zu einem kombinierbar alles. Manufakturuhr, Werke, sozusagen alles selbst und eigen bei Rolex hergestellt. Manufaktur, ja. Ja, sehr gut. Das heißt, wir haben hier auch offiziell die Sicherheit, dass das keine beim Kumpel gekaufte Uhr ist. Ne? Weil das ist ja wichtig. Alles weil original Rolex aus der Schweiz, 5 Jahre weltweite Garantie. Genau. Alles Ländercode 100, das heißt alles deutsche Ausführung. Ja. Und wie gesagt, 5 Jahre weltweite Garantie, egal wo man ist auf der Welt, man hat die Garantie. Super, sehr schön. Du hast zwar gerade schon ein bisschen über die Uhren gesprochen, finanziell wird es so aussehen, dass diese 3 Uhren hier in den etwas kleineren Boxen sind vom Preis etwas erschwinglicher. Die Uhren liegen so circa bei wie viel? Liegen bei, also in der Stahlvariation sind wir bei um 8.000 Euro, in Stahlgelbgold sind wir tatsächlich so um 10.000 Euro. Wie um die 10? Da steht aber 11.000. 11.000. Glatt 11, ja. Wow. Bratan, wie du weißt nicht, Bratucha. Aha. Simon, du musst doch unseren Arsch hoch machen, Mann. Wenn wir für 11.000 Euro eine Uhr verschenken... Gut, dann machen wir es teurer. Ah, wirklich? Ja, genau. Ja, stimmt. 11. Genau. 11. Und 6, 7. Genau. Also 8.000 ist besser. Also, wie ihr seht, meine Damen und Herren, haben wir uns gedacht, wir haben hier 3 Uhren aus einem 6, 7, 8.000 Euro Segment. Und dann haben wir uns überlegt, dann haben wir nochmal so als kleines Bonbon 2 etwas hochpreisigere Uhren dazugelegt und ja,
könnt ihr bekommen, wenn ihr euch eine MPC-Box sichert und den dazugehörigen Gutschein habt. Diese Uhren sind nicht nur unterschiedlich, sondern sie haben dann dementsprechend, also nicht nur, dass es einmal 18 Karat Gold und Stahlversion ist, sondern wir haben ja dann nochmal verschiedene Farbvariationen. Wir haben Weiß, Grau, Schwarz oder Silber. Hier haben wir auch nochmal Schwarz und nochmal Weiß. Und ihr bekommt genau die Uhr, die anhand der Artikelnummer auf dem Gewinnergutschein draufsteht. Simon ist derjenige, der die Artikelnummer lesen kann. Das bedeutet, ihr kommt dann mit uns zusammen hier in diesen Rolex-Laden. Ihr kommt zu Simon und sagt, ey, ich habe gewonnen. Hier, bitteschön, ist meine Geschenkkarte. Dann guckt er auf den Code und bringt euch dann die dementsprechend dazugehörige Uhr. Dann gebt ihr eure Adresse an, dann bekommt ihr eure Garantiekarte und dann gehört euch diese Uhr. Ihr habt 5 Jahre weltweite Garantie. Ihr habt den Ländercode 100, der steht für Deutschland. Das ist ganz wichtig für die Zollfragen, weil es ist natürlich immer gern gesehen, dass man irgendwo ins Ausland fährt, sich im Ausland irgendwo ganz billig eine Uhr kauft und dann so tut, als hätte man die schon längst irgendwie in Deutschland gehabt. Das geht natürlich nicht, wenn ihr einen Ländercode habt, der nicht zu Deutschland passt. Ist klar, dass ihr die im Ausland bekommen habt. Das sind sozusagen gekennzeichnete deutsche Rolex-Uhren. Ja? Krasser Scheiß, Bruder. Ich würde sagen, es ist ganz cool, war. Für 44 Euro so hat man die Chance, auf jeden Fall so eine geile Uhr zu gewinnen. Ich denke mal, da ist so einiges an Motivation, sollte dahinter stecken. Ich freue mich so, wir gönnen euch auf jeden Fall. So. Und ihr könnt ja auf jeden Fall noch mehr rausholen, falls ihr so eine Uhr gewinnt und die abholen kommt, könnt ihr euch gerne bei mir melden, ich würde euch die auch abkaufen und direkt Cash zahlen. So. Ja, siehst du. Aus 44 auf einmal 5 oder 4.000 zu machen, so, ist auch nicht schlecht. Ist geile Sache, auf oder? Jeden Fall. Ja, feier ich, Alter. Wie gesagt, die Leute können damit machen, was sie wollen. Ja. Ihr seid die Gewinner. Es gibt, wird 5 Gewinner geben und ansonsten... Naja, vielleicht 4. Geile Sache. 5 Leute. Nein, wir gönnen von Herzen. Nein, an dieser Stelle, wie gesagt, ganz kurz zusammengefasst, Capital Bra wird eine EP mit dazu steuern. Die gibt es in der MPC-Box. Wir steuern dann insgesamt nochmal 5 Rolex-Uhren dazu. Simon hat alles vorbereitet. Simon ist sozusagen der Gatekeeper. Ja, er wacht über die Uhren bis zum Release. Anfang Oktober, also am 28. September ist Release. Bis sich die Gewinner gemeldet haben und dann nach Berlin kommen, wird es dann wahrscheinlich Anfang Oktober sein. Dann werden diese Uhren den Besitzer wechseln. Ich kann auch auf die aufpassen, falls was. So, du weißt so bei mir. Rudi, mach mit Simon aus. Simon, lass die bei mir über, passiert nichts. Ist kein Problem. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Am Ende mit was für einfach Simon, einfach. Was geht ab, Bratan? Du weißt Bescheid, wer denn lebt. Also Leute, wie gesagt, das waren Bushido und Capital, erst guter Junge, meine Damen und Herren, 6-mal Nummer 1 hintereinander. Ey, in Folge. Ist die 1, Bratucha, gebt euch die MPC-Box. Bam! Bratan, du weißt Bescheid. Bra, Simon, was geht ab?